wenn wir ein Brauereifest wie vor ein paar Wochen machen und hier auf dem Hof 300, 400 Leute haben, die halt zusammenkommen, eine gute Zeit haben. Klar, weil sie beisammen sind, schönes Wetter ist, aber unter anderem halt auch unser Getränk genießen können und das einen kleinen Beitrag dazu stiftet, dass Leute zusammenkommen und eine gute Zeit haben. Das macht wahnsinnig viel Spaß und das schafft dann auch eine gewisse Liebe zum Produkt, die jetzt nicht primär nur durch den Alkoholgehalt des Getränkes definiert ist. Herzlich willkommen zu Credo Talk, dieses Mal vom Gelände der Brauerei Rotes Pony in Augsburg. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Gründer Christopher und Jerome. Hallo und herzlich willkommen. 2016 habt ihr im WG-Wohnzimmer die ersten Brauversuche unternommen und kaum 4 Jahre später, im Mai 2020, war die Eröffnung der Brauerei am heutigen Standort. War die Unternehmensgründung ein Wagnis für euch? Ich glaube, da können wir relativ einstimmig sagen, ja, auf jeden Fall, definitiv war es ein Wagnis. Was man uns dazu sagen muss, wir hatten nicht den einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir gründen jetzt ein Unternehmen, sondern man muss dazu sagen, wir sind so ein bisschen da reingeschlittert. Wie du ja gerade schon gesagt hast, wir haben in der Studentenwohnung angefangen, Bier zu brauen und für lange Zeit war es das Hobby nebenher. Wir haben uns am Wochenende getroffen, Bier gebraut, haben uns eine eigene kleine Brauanlage zusammengebaut, haben uns Rezepte angeeignet und wir sind Quereinsteiger, also haben uns das ganze Bierhandwerk sozusagen selbstständig beigebracht. Und selbst als wir hier noch auf den Hof gekommen sind und die Brauerei dann im Mai 2020 offiziell eröffnet haben, für bestimmt das erste 1,5 Jahre war es noch das Hobby nebenher. Und wir waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, so, wir stecken sehr viel Zeit rein, wir sind am Wochenende hier, wir nehmen keinen Urlaub mehr, wir treffen keine Freunde mehr, sodass wir uns dann eigentlich zusammengesetzt haben und dann realisiert haben, okay, es ist gar kein Hobby mehr, jetzt ist es tatsächlich ein Unternehmen und müssen es auch sein, weil wir sonst nicht überlebensfähig wären. Das hat sich einfach nach und nach entwickelt. War eine Entwicklung, die jetzt auch über Corona einfach nochmal ein bisschen in die Länge gezogen wurde. Das muss man auch einfach dazu sagen, weil wir jetzt 2 Jahre lang einfach keine Veranstaltungen hatten, keine Feste, keine Brauereifeste ausrichten konnten, keine wenig Geselligkeit. Und das Ganze hat natürlich diese Unternehmensgründung auch einfach ein bisschen erschwert und in die Länge gestreckt. Die Liebe zum Bier, hat die euch als Gemeinsamkeit hierher gebracht und lässt euch auch noch durchhalten? Die Liebe zum Bier ist das eine. Das andere ist, dass wir einfach seit 15, 16, 18 Jahren irgendwie befreundet sind. Also wir sind zusammen auf die Schule gegangen, waren da richtig gut befreundet in den letzten Schuljahren, so die letzten 2, 3. Haben diesen Kontakt auch einfach über die Studienzeit, obwohl wir beide was anderes studiert haben, also unterschiedliche Fachrichtungen studiert haben, einfach behalten. Und so hat sich dann das irgendwie ergeben, dass wir beide festgestellt haben, okay, wir mögen Bier ganz gern, wir trinken auch ganz gern zusammen mal ein Bierchen. Und diese Leidenschaft hat sich nach und nach entwickelt, finde ich. Und ich glaube, was da auch wichtig ist, Bier jetzt nicht primär damit zu verbinden, dass es ein alkoholisches Getränk ist, wo man sich irgendwie besäuft, sondern glaube ich auf der einen Seite, dass es ein Produkt ist, das man auch selber herstellen kann, wo natürlich verdammt viel Wissen auch dahinter steckt, man experimentieren muss, sich Fachwissen aneignet und durch die vielen Stellschrauben, die man im Brauprozess hat, das Endprodukt auch wahnsinnig vielfältig beeinflussen kann. Und ich glaube, das hat uns dann halt zum späteren Zeitpunkt, also bevor wir dann auch angefangen haben, Bier zu brauen, halt immer mehr interessiert. Wenn wir ein Brauereifest wie vor ein paar Wochen machen und hier auf dem Hof 300, 400 Leute haben, die halt zusammenkommen, eine gute Zeit haben, klar, weil sie beisammen sind, schönes Wetter ist, aber unter anderem halt auch unser Getränk genießen können und das einen kleinen Beitrag dazu stiftet, dass Leute zusammenkommen und eine gute Zeit haben, das macht wahnsinnig viel Spaß und das schafft dann auch eine gewisse Liebe zum Produkt, die jetzt nicht primär nur durch den Alkoholgehalt des Getränkes definiert ist. Wie sieht denn euer Alltag heute in der Brauerei aus? Ja, sehr vielfältig. Ich glaube, wir haben eine ganze Zeit gebraucht, um überhaupt einen Alltag zu definieren, weil wenn man eben über ein Hobby einsteigt und das Ganze vorher nicht gelernt hat, ja, also keiner von uns hat irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht oder ein Studium in dem Bereich gemacht, da muss man sich diesen Alltag erstmal beibringen und das hat eine ganze Zeit gebraucht. Also mit Alltag beibringen, ganz simple Sachen. Ja, ich starte an einem Tag hier in der Brauerei, was mache ich denn jetzt als erstes? Also was sind meine Prioritäten? Wie sorge ich dafür, dass irgendwie Bier in die Flasche kommt, dass das Ganze etikettiert wird, dass das Ganze verkauft wird, dass auch die ganze Abwicklung dahinter, was wir am Anfang massiv unterschätzt haben. Ja, du hast gerade dieses Thema, ist ein Unternehmen angesprochen. Da kommen Dinge dazu, die hat man vorher im Hobby gar nicht auf dem Schirm. Das muss man aber in der Alltagsplanung natürlich berücksichtigen. Also auf der einen Seite, um jetzt auf die Frage auch zu kommen, wie ist der Alltag strukturiert, haben natürlich alles, was damit zu tun hat, das Produkt zu fertigen, das heißt, das Bier zu brauen, die Flaschen abzufüllen, zu etikettieren. Da kann Christopher, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir dieses ganze Nebenher.
Vertriebspartner aufbauen, Lieferungen machen, Rechnungen schreiben, ja, diese ganze Verwaltung, Marke, Webseite, Bestellungsmanagement, all diese, ja, wir nennen es immer die Bürotätigkeiten sozusagen, die aber inzwischen eigentlich genauso viel Zeit einnehmen, wie das Produkt herzustellen. Vorbereitungen sind immer am Montag, Dienstag und dann wird Dienstag, Mittwoch, Donnerstag produziert und Freitag machen wir dann meistens so unseren Bierverkauf, entweder hier über den Hofladen oder auch mal gerne auf einem Event oder bei irgendeiner Veranstaltung. Ja, du brauchst klare Prozesse und auch bei den Aufgaben, die wir gerade beschrieben haben, sind auch Tätigkeiten dabei, wo man sich manchmal denkt, deswegen haben wir das Ganze nicht angefangen. Ja? Aber das sind Nebentätigkeiten, die gehören einfach dazu, um am Ende das Ganze eben am Laufen zu halten. Und auch das ist ein großer Unterschied dann quasi zwischen Hobby und Unternehmen. Würdet ihr dann sagen, dass die Brauerei jetzt schon eure wirtschaftliche Existenz ist oder noch eher unter Hobby läuft? Ja, ich glaube, wenn man die reinen Zahlen betrachtet, da sind wir auch immer sehr transparent, weil hier gibt es, glaube ich, nichts zu verstecken. Also die Brauerei trägt sich nicht. Das heißt, mit dem, was wir einnehmen im Vergleich zu dem, was wir ausgeben, da haben wir noch keine Balance. Wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen. Und diese Balance muss irgendwann geschaffen werden, weil nur so ein Unternehmen irgendwann nachhaltig agieren kann und auch auf ein Level kommt, wo wir das Unternehmen halt nachhaltig betreiben können. Warum ist es euch wichtig, dass ihr biozertifiziert und regional produziert? Wir haben immer gesagt, wenn wir das Ganze quasi größer und professioneller machen, dann immer unter der einen Voraussetzung, dass die Rohstoffe, die wir dafür beziehen, aus ökologischem Anbau kommen und wichtig eben auch aus der Region kommen. Weil ich kann biozertifizierte Rohstoffe aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt einkaufen. Wenn es aber lange Transportwege hinlegen, ist immer die Frage, ist quasi die Gesamtrechnung, macht die Sinn. Deswegen haben wir immer gesagt, wir wollen Rohstoff hier aus der Region haben, mit Biozertifizierung, sind relativ früh auch in ein Projekt mit der Ökomodellregion Augsburg eingestiegen, wo wir inzwischen sogar so weit sind, dass ein Teil unserer Braugerste direkt hier wenige hundert Meter von der Brauerei entfernt angebaut werden. Ich habe Umweltethik studiert, das ist ein interdisziplinärer Studiengang, wo es einfach darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, wie denn der Mensch mit der Schöpfung umgeht. Und ja, Schöpfung bewahren war an der Katholisch-Theologischen Fakultät eben auch immer ein großes Thema. Und das hat mich geprägt und das habe ich dann auch versucht, im Unternehmensleitbild irgendwie mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auf einer Wellenlänge und das hat sich dann auch ganz gut getroffen. Würdet ihr den Weg dann genauso wiedergehen oder einen etwas anderen einschlagen, wenn ihr heute nochmal die Chance dazu hättet? Ich glaube, wir würden es nochmal machen, mit der bisschen mehr Planung. Also wir haben viele Fehler gemacht, also unglaublich viele Fehler. Ich glaube, das gehört immer dazu, bei jedem Wagnis, bei jeder Unternehmensgründung. Da lernt man auch viel, aber natürlich, wenn man rückblickend drauf schaut, denkt man sich bei den ein oder anderen Fehlern, na, wenn ich es nochmal machen würde, nee, das würde man anders machen. Also ich geb ein Beispiel. Wir haben von Anfang an zwei verschiedene Flaschenformate gehabt. Also 0,3 Liter Flasche und 0,5 Liter Flasche. 0,5 Liter Flasche, weil da das Weißbier reinkommt, weil die meisten Leute daheim ein Weißbierglas haben mit 0,5 Liter. Und das soll natürlich, wenn ich die Flasche einschenke, auch voll werden. Für alle anderen Biere haben wir 0,3 gemacht. Jetzt ist für ein Unternehmen, das sehr, sehr klein ist, muss man gerade bei solchen Punkten versuchen, die Komplexität zu reduzieren. Also die Dinge möglichst simpel halten. In der Brauerei in der Größe mit zwei verschiedenen Flaschengrößen bedeutet in der Abfüllung, ich habe eine unterschiedliche Höhe bei der Flasche. Die muss ich jedes Mal anders einstellen, beziehungsweise erstmal die Abfüllung so konzeptionieren, dass ich zwei verschiedene Flaschentypen befüllen kann. Ich habe in der Etikettiermaschine, ja, weil die kleine Flasche hat nicht so ganz so viel Umfang wie die große Flasche. Also siehst schon, es bringt viel Komplexität mit sich, wo, wenn wir, glaube ich, das rückwirkend planen würden, einfach sagen würden, okay, von Anfang an das Ganze simpel halten, ein Flaschentyp. Und das war jetzt ein Beispiel, es gibt noch viele weitere, wo wir halt im Nachgang, glaube ich, Dinge anders gemacht hätten, aber das ist auch teilweise das Lehrgeld, das man bezahlen muss, das tut auch manchmal weh, ist aber, glaube ich, Teil dieses Wagnisses, Unternehmen zu öffnen und es ist absolut klar, dass es auch weiterhin so bleiben wird. Ja? Ja, man muss eben nur schauen, dass man aus den Fehlern lernt und sie nicht mehrmals macht, ja, weil dann ist es irgendwann problematisch. Habt ihr dann das Gefühl, es mit der Unternehmensgründung soweit geschafft zu haben oder ist da immer noch ein Rest Unsicherheit da? Als Selbstständiger oder als jemand, der ein Unternehmen betreibt, hat man immer, sollte man wahrscheinlich sogar immer irgendwie eine gewisse Unsicherheit haben, weil das einen auch einfach dazu bringt, aus meiner Sicht, dass man immer wieder seine eigenen Entscheidungen und Handlungen auch einfach hinterfragt. Vielen Dank für das Gespräch und eure Offenheit und ich wünsche euch ganz viel Glück und weiterhin viel Freude bei eurem Lernprozess und weniger Flaschengrößen. Nein, vielen, vielen Dank, dass wir unsere Erfahrung auch teilen durften.